Winnetou sprang von seinem Hengst Ilchi und lagerte sich gleich da, wo er stand, ins Gras. Langte in den Gürtel, zog eine kleine Menge Tabak, der nach indianischer Sitte mit wilden Hanfblättern vermischt war, hervor und stopfte damit das Kalumet. Der Geist hört meinen Schwur. Mein Bruder ist wie Winnetou. Winnetou ist wie er. Wir sind Freunde und werden uns beistehen. In jeder Gefahr. Spazieren und mich mit meinem eigenen Geld ausbezahlen! Axel, du Held. Ich werde dich rackern lassen, Bürschchen, bis dir die Kacke aus den Ohren läuft. Heute ist der letzte Tag, an dem Axel Angst hat. Heute holt er sich seine Freiheit zurück. Und Jenny. Ihr beide? Aber Manne wird sie niemals einfach so ziehen lassen. Aber wir können darum spielen. Er muss mutig sein. Gut, spielen wir drum. Gewinnst du? Kannst du Jenny haben? Verlierst du? Bleibst du mein Sklave bis ans Ende deiner Tage? Ich glaube an Liebe und Freiheit. Und die gibt's umsonst. Hörst du mir zu? Ja. Was war das letzte nochmal?